In dem Moment kannst du die Aufgaben eines Unternehmers machen und dann geht's nach oben. Also ich habe vor 2-3 Jahren eine Firma übernommen und mittlerweile eine zweite Firma. Die beiden Firmen sind miteinander verbunden und wir wachsen. Also wir sind auch jetzt trotz Corona um 20% gewachsen. Ich bin dennoch unzufrieden. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich ungeduldig bin und ich nicht sage, okay, es ist eigentlich gut und ich soll abwarten, dass immer kontinuierlich alles wächst, oder ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Gas geben muss. Und Sie haben mir auch immer wieder erzählt, dass am Anfang bei Ihnen auch ein bisschen schwierig kam und irgendwann kam der Durchbruch. Und also zum einen möchte ich vielleicht eine Einschätzung. Was denken Sie? Sollte ich geduldig sein oder ein bisschen mehr Gas geben? Und woran kann ich das rausfinden, also selber rausfinden? Und das Zweite ist, was war das Entscheidende, dass bei Ihnen damals so der Durchbruch kam? Puh, das sind einige Fragen. Also erstmal ist... kann ich dich beruhigen? Ist okay, wenn ich dich duze? Ja. Gut. Es ist völlig okay, wenn du ungeduldig bist. Mhm. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Kontext. Hast du Kinder? Ja. Ja, also mit Kindern ist es nicht gut, ungeduldig zu sein. Da macht man sie kaputt, weil sie ihren eigenen Weg entdecken müssen. Aber als Unternehmer ist es gut, ungeduldig zu sein. Dann willst du ja immer mehr, du willst ja weiterkommen, das ist ja dein Unternehmergehen, deswegen bist du ja Unternehmerin. Das ist also, da muss man auch seinen Frieden mitmachen und muss einfach wissen, die erfolgreichsten Unternehmer, die es auf der Welt gibt und gab, waren die ungeduldigsten. Das ist eine Stärke, will ich dir absolut sagen, in dem Kontext Unternehmertum. Du wirst irgendwann mal wachsen, ich spüre das bei dir. Und in dem Moment, wo du 30 Mitarbeiter hast, wirst du 15 von diesen 30 Mitarbeitern haben, die mit deiner Ungeduld nicht fertig werden. Dann brauchst du eine Zwischenebene. Du redest dann nur noch mit 2-3 Leuten, die deine Ungeduld wegstecken können und die geben die Order weiter an die anderen. Weil wir sind zu hart, wenn wir so sind, wie wir sind, wenn wir erfolgreicher sind. Deswegen brauchen wir eine Führungsebene. Also auch da musst du dir keine Gedanken machen, da gibt es genug Lösungen. Aber deine Frage ist ja, war es bei mir schwierig? Das würde dir nicht helfen, wenn ich dir das sage, sage ich dir. Aber ich habe so nach einer gewissen Zeit 17 Mitarbeiter gehabt damals und die habe ich an einem Tag alle verloren. Das klingt zwar wie ein Märchen, aber es ist wirklich so. Ich habe sie an einem Tag verloren. Und dann habe ich meinen Coach gefragt, was mache ich jetzt? Alle 17 weg. Das Büro ist leer. Wie komme ich mit der Situation jetzt klar? Ich habe gerade ein größeres Büro angemietet. Ich stecke jetzt da mit der Miete fest. Was soll ich tun? Na, hat er dann zu mir gesagt, als Antwort einfach nur, dann suchen Sie sich neue. Also das ist jetzt mal eine Riesenhilfe. Ich habe gesagt, aber da sind 17 Leute weg. In die habe ich viel Zeit investiert. Und ich stehe jetzt hier allein. Dann sagt er, dann waren es die Falschen. Ja, dann waren es die Falschen. Ich hatte ja Schiss, die Nächsten einzustellen, dann sind es vielleicht wieder Falsche. Ich habe wieder meine ganze Zeit investiert, all das, und dann stehe ich da wieder fest, stecke ich da wieder fest. Also ich habe alle Motivation verloren und tat mir selber sehr, sehr leid in der Phase und wollte auch aufhören. Weil ich dachte, ich kann das nicht. Weißt du, wenn wir wissen, es ist nur so ein Tal, ist es ja nicht schlimm. Wenn wir bedenken, ich bleibe jetzt da unten, dann wird es fies. Das Entscheidende ist, dass wir... Wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, unser Warum haben, als Persönlichkeit so sind, dass andere für uns arbeiten wollen und, um jetzt mit den Kursen zu sprechen, du deine OVS hast und deine großen Ziele, dann ziehst du auch andere Menschen noch an. Und wenn du die hast, dann geht es auch nicht mehr langsam, weil es dann nicht an dir liegt, sondern machen die von unten Dampf. Das, was wir als Unternehmer schaffen müssen, ist, uns vorzustellen, dass unsere Mitarbeiter wie so eine Stahlplatte sind. Also, dass diese Mitarbeiter, das ist jetzt eine Stahlplatte, das ist ein iPhone, aber sagen jetzt mal, es ist eine Stahlplatte. Und auf dieser Stahlplatte stehen wir jetzt als Unternehmer. Und darunter sind die Mitarbeiter. Und wenn das Eiswürfelchen sind, dann ist die Stahlplatte kalt, dann passiert da nichts, weil die keine Energie haben. Wenn die aber Kerzen sind, weil die brennen, wird die Stahlplatte heiß und du fängst an zu hüpfen, weil es so warm ist. Verstehst du das Bild? So hab ich mir geholfen zu sagen, die Mitarbeiter müssen brennen,
damit ich auch mich mehr bewege. Sonst muss ich ständig die Arbeit für die Mitarbeiter machen. Gehe ich von der Stahlplatte runter und helfe denen, irgendwas zu machen. Wenn die aber brennen und das wird heiß da drauf, dann kann ich die Dinge machen und auch schnell machen, für die ich eigentlich da bin als Unternehmer. So, und ab einem gewissen Punkt hat ein Unternehmer gar nichts im Tagesgeschäft verloren. Wir gucken jetzt mal einen Sprung nach vorne. Es gibt einen Unterschied zwischen Unternehmer und Geschäftsführer. Geschäftsführer machen die Aufgabe am Unternehmen, im Unternehmen, und Unternehmer arbeiten am Unternehmen von außen. Und wenn du beides in einer Person machst, wächst es nicht so richtig. In dem Moment, wo du dich aber rausziehen kannst, weil da unten die Jungs und Mädels brennen, in dem Moment kannst du die Aufgaben eines Unternehmers machen und dann geht's nach oben. Wenn ich schon weiß, wer mein Coach sein sollte, aber gar nicht weiß, wie ich an ihm rankomme, und beziehungsweise auch wenn ich rankomme, dann was biete ich ihm an? Wie finde ich das raus? Wie findest du einen Coach? Also ist das ein Mann oder eine Frau? Ist das eine Person, von der es Bücher gibt? Es ist eine Person, von der es Bücher gibt, ja. Mann oder Frau? Sehr große Unternehmen. Ja. YouTube-Artikel wahrscheinlich auch, Videos auf YouTube. Ja, genau. Ja. Guck dir alles an, wenn du das Buch liest, wenn du die Videos guckst, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die bei dem angestellt sind, wirst du was finden, was du für diesen Menschen tun kannst. Das kann ich dir aber nicht sagen, was das sein kann. Das ist sehr, sehr individuell. Denn das sind ja Menschen, die haben ja alles, wenn die reich sind. Und wenn sie es nicht haben, können sie es sich peng, so kaufen. Also geht nicht um kaufen, sondern es geht um irgendetwas, was du dafür tun kannst. Und das musst du herausfinden, wenn du bei diesen Menschen, wenn du dich in diesen Menschen so ein bisschen reingebohrt hast. Dafür musst du alles lesen, ja, und dann fragst du einfach nach einem Termin. Und dann ist genau der richtige Ansatz. Ich habe, dass du sagst, ich würde unfassbar gerne von ihnen lernen. Und ich habe mir überlegt, das und das könnte ich für sie tun. Dürfte ich dafür alle 6 Wochen eine Stunde mit ihnen reden. Weil so ein erfolgreicher Mensch will am Anfang, hat er Angst vor viel Zeit-Commitment. Das will der nicht. Und wenn er dich mag, dann wird er dir auch sagen, okay, wir können uns in 2 Wochen nochmal treffen. Da habe ich aber nur eine halbe Stunde oder sonst irgendwas. Aber du musst erst was finden, was du ihm anbietest. Er muss sehen, dass du begriffen hast, im Leben geht es immer darum, erst etwas zu geben, um dann etwas zu bekommen. Dann weiß der, du bist schlau. Der weiß auch, du hast dich mit ihm beschäftigt. Du sagst, in dem Video vom so und so vielten, habe ich das gesehen. Du sagst auch so, oder auf Seite so und so von dem Buch steht. Damit er wirklich weiß, dass das nicht irgend so ein Quatsch ist, sondern du den ernsthaft als Coach möchtest, diesen Menschen. Okay? Ja, super, danke schön. Sehr gerne.